Dein Hund liebt Katzenfutter und du fragst dich, darf mein Hund Katzenfutter fressen? Ist Katzenfutter irgendwie problematisch für den Hund? Interessante Fragen, die wir jetzt in diesem Video besprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Emin, ich bin Tierarzt und ich werde oft von Hundehaltern gefragt, ist es problematisch, wenn mein Hund Katzenfutter frisst? Ist es irgendwie bedenklich, irgendwie schädlich für den Hund? Und eine wichtige Sache gleich zu Beginn. Katzenfutter ist nicht schädlich für Hunde. Das heißt, wenn dein Hund ab und zu beim Napf von der Katze mitnascht oder ein Katzenleckerli erwischt, dann ist es komplett unbedenklich, brauchst du dir keine Sorge machen. Aber, es gibt wie immer ein Aber, wenn dein Hund komplett aufs Hundefutter verzichtet, nur mehr noch Katzenfutter frisst, weil es ihm einfach besser schmeckt oder irgendwie besser zusagt, dann kann es sehr wohl zu Problemen führen. Zu welchen und warum, das besprechen wir jetzt. Katzenfutter enthält in der Regel mehr Proteine als Hundefutter. Und mehr ist nicht immer gleich besser. Daher, wenn dein Hund oder wenn ein Hund zu viel oder hauptsächlich Katzenfutter frisst, dann hat er eine Überversorgung an Proteine, die dann zu Durchfällen und Blähungen führen kann. Warum? Zu viele Proteine, wenn ihm zu viele Proteine aufgenommen werden, dann kann es passieren, dass der Dünndarm nicht alle Proteine, alle Nährstoffe aufnehmen kann. Eine Überversorgung. Ein Teil gelangt in den Dickdarm, was dann zu Blähungen und Durchfall führen kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn viele Proteine aufgenommen werden, muss das über die Leber verstoffwechselt werden. Es entstehen Abbauprodukte, die über die Niere ausgeschieden werden. Das heißt, der Körper des Hundes, Organe, sind unnötig zu viel mit eben Verstoffwechselungen, Abbauprodukte, Ausscheidungen belastet. Und der Körper, der Organismus der Katze ist so ausgelegt, dass sie eben Fleisch möglichst effektiv als Energielieferant verwenden können und gleichzeitig weniger gesundheitsbelastende Abbauprodukte entwickeln. Weiters, der Hund benötigt auch Kohlenhydrate und weniger Proteine, weniger Fleisch. Aber zum Thema Kohlenhydrate, zum Thema Getreide habe ich ein eigenes Video für dich gemacht, verlinke ich dir hier oben und unten in der Videobeschreibung. Der zweite Punkt, Katzenfutter enthält in der Regel mehr Fett als Hundefutter. Und das schmeckt vielleicht deinem Hund, aber es kann auch zu Verdauungsproblemen führen. In manchen Fällen sogar zu einer Pankreatitis. Zu diesem Thema, zur Erkrankung der Pankreatitis, möchte ich in diesem Kanal auch zu sprechen kommen, ein Video produzieren. Daher am besten den Kanal hier unten abonnieren, die Glocke aktivieren und keine Videos verpassen. Du willst deinen Hund optimal versorgen, das heißt, du willst, dass er keinen Mangel entwickelt, keine Unterversorgung von bestimmten Nährstoffen und auch keine unnötige Überversorgung von bestimmten Nährstoffen, welches vielleicht sogar für den Körper belastend sein kann. Daher solltest du darauf achten, dass dein Hund Hundefutter frisst und kein Katzenfutter. Sollte jedoch dein Hund verrückt sein nach Katzenfutter, dann kann ich dir auf jeden Fall ein paar Tipps mitgeben. Und der erste Tipp, schau dir das Katzenfutter an. Schau dir die Zusammensetzung an, welche Fleischsorten werden verfüttert. Und suche dir ein Hundefutter mit denselben Fleischsorten und biete es deinem Hund an. Vielleicht mag er eben diese Fleischsorten, welches im Katzenfutter enthalten sind. Der zweite Tipp ist es, dass du dir den Fettanteil anschaust vom Katzenfutter. Wenn er relativ hoch sein kann, dann kannst du dir ein Hundefutter suchen, welches einen etwas höheren Fettanteil hat als das aktuelle Hundefutter, was du ihm anbietest. Und der dritte Punkt, der dritte Tipp, schau dir das Hundefutter an. Sind viele pflanzliche Nährstoffe enthalten, dann such dir vielleicht ein Hundefutter mit mehr tierischen Nährstoffen. Also da kannst du dich auf jeden Fall durchprobieren und schauen, was deinem Hund schmeckt. Wenn du auf der Suche jetzt bist nach einem neuen Hundefutter, dann kann ich dir auf jeden Fall eins empfehlen. Verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Schau es dir an und lass mich wissen, ob es deinem Hund schmeckt. Sollten diese Tipps, diese Maßnahmen nicht helfen, dann solltest du dafür sorgen, dass Hund und Katze getrennt, am besten in zwei verschiedenen Räumlichkeiten, gefüttert werden. Wenn das auch nicht klappen sollte, dann bietest du das Katzenfutter für deine Katze auf einer erhöhten Ebene an, sodass dein Hund nicht hinkommt. Ja, das sind die Tipps zum Thema Katzenfutter für Hunde.
Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein wenig weiterhelfen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner. Oh.